Hallo zurück bei Let's Play Banjo-Kazooie und ich bin's mal wieder, euer Sebi. Und mir ist so aufgefallen, als ich gerade eben so ein bisschen nachgedacht habe, was will ich eigentlich bei Mumbo jetzt schon? Machen wir doch lieber erst später. Deswegen gehen wir hier wieder weg. Und zwar, wie kommen wir hier wieder raus? Da vorne. Gut, dann gehen wir wieder raus jetzt aus diesem Schlamm hier. Und werden uns einfach mal den Baum nach oben bequemen. Mal gucken, was auf dem Baum alles abgeht. Gut, ja, okay. Gucken wir mal, was ist das da vorne für ein Zaun, ey. Hey, da gibt's Noten. Jawohl, da gibt's Noten. Sehr nice. Noten. So, Note. 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 So, und, oh, ein Loch. Sollen wir da mal reinfurzen? 2, 3, vier. Wie viele noch? 5. Oh mein Gott, was ist das? Eine Blume. Moin. Ja, die bringt uns aber momentan noch nicht wirklich viel, diese Blume. Was genau mit dieser Blume passiert, werdet ihr dann spätestens dann im Herbst sehen. Und wow! Das war knapp. Das war sau knapp. So, jetzt werden wir uns aber erstmal jetzt wirklich hier hoch bequemen. Und ja, diesmal fallen wir nicht runter. Und ja, hallo, da gibt es nochmal Noten. Sehr fein, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Wir brauchen Noten. Und davon haben wir, glaube ich, genügend. Deswegen gehen wir einfach mal nächste Etage hoch. Und verpiss dich, du blöder Vogel. Und soll ich mich da wirklich trauen? Nein, ich traue mich nicht. Wir gehen erstmal den Baum hoch und machen das vielleicht später und gucken, was da noch so in der Gegend rumhängt. So, jetzt geht's da hoch, steil nach oben und so, oh, ein Nimbus Maximus Schädelus. Ja, was gibt's denn hier noch? Ein Leben, aber das brauchen wir eigentlich nicht, wir haben genug Leben und bewegen uns einfach mal wieder weiter rum. Tschüss. 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 Sehr gut, alles getötet und ein Bienenstock. Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Sieht nicht so aus, als ob wir da rein können, oder? Nein, da kommen wir noch nicht rein. Aber ich glaube, im Sommer kommen wir da rein. Ich weiß nicht mehr genau. Wir müssen uns einfach mal überraschen lassen, ne? Ja, gehen wir mal weiter. Ei. Eine Sprungblase, sehr gut. Nehmen wir die Sprungblase, springen nach oben und sind oben. Und jetzt, okay. Den Sprung schaffen wir. Und den Sprung schaffen wir auch. Und jawohl. So, jetzt sind wir schon mal ein ganzes Stückchen nach oben gewandert hier. Und gucken wir mal, was es hier noch so alles gibt. Hinten gibt es nochmal einen Mumbo-Schädel. Holen wir uns doch glatt nochmal. Und das wird jetzt am besten runterfallen hier. Weil ich habe ja mein Glück mit dem Runterfalltismus. Und was gibt es denn da alles schön? Da gibt es immer so eine Sprungplatte. Die aktiviere ich jetzt mal nicht. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. So. Ich sehe nicht, wo ich hinspringe. Ich sehe nicht, wo ich hinspringe! Nein! Boah! Mein Gott. Ich sehe einmal nicht, wo man hinspringt. Und was bist du da und so einer? Hallo. Jemand muss den Felsblock entfernen. Knorti kommt nicht seinen Bau hinein. Ein Ärger aber auch. Ja, das war unser netter Biber, den wir, ja, später genauer kennenlernen werden. Hab ich nicht getötet? Nein, hab ich nicht getötet. Aber jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir wieder, ohne runterzufallen und, au, Mann, ey, das gibt's doch nicht. Was ist mit mir los? Das mache ich doch normalerweise im Schlaf, ey. Okay, nicht ganz im Schlaf, was kann ich das? Könnt ihr mir ruhig glauben. Ich kann das normalerweise wirklich. Naja. Gehen wir wieder hoch. Ne? So, gehen wir wieder den Weg entlang. Und. Ha! Ich wusste, dich habe ich nicht getötet. Wieder so ein Fritze. Versuchen wir doch glatt nochmal da hoch zu kommen. Und ich schaff das jetzt auch. Das war echt. Ich hab's momentan mit dem Zielen und Treffen und alles, was dazugehört. Also, funktioniert lässt es irgendwie nicht so, ne? So. Mal ein paar Eier
sammeln. Wir haben zwar genügend, aber ein paar ja können nicht schaden. So, jetzt gucken wir mal. So, jetzt wieder darüber und 1, 2, 3 und hoch. Jump! Jump, jump, jump! Jump! So. Oh Mann, ist das ein Gestöhne bei mir wieder heute. Diesmal die Kamera. Ich will die Kamera so drehen, dass ich da auch hinkomme jetzt. Sehr gut. So, und nächstes Holzbalken-Dingsbums-Ding da und. Ich finde das cool, die Dinger schweben einfach so unrealistisch im Himmel rum. Und ja, da ist ja der Schalter. Hier seht ihr den Schalter für den Sommer. Werden wir gleich mal aktivieren hier. Und da. Der Sommer ist offen. Das heißt, wir können dann auch in den Sommer rein. Aber bevor wir in den Sommer reingehen, werden wir im Frühling erstmal alles erledigen. Und guten Tag. Ist ja jemand zu Hause? Oh, wer bist denn du? Nappnutz liebt Eichen. Ich werde noch ein wenig weiter futtern. Okay, jetzt futterst du dich voll und irgendwann beschwerst du dich, ich habe keine Eichel mehr. Wetten? Wette ich mit dir. So, hier oben gibt es noch Eier. Hier gibt es auch nichts mehr. Okay, dann gehen wir wieder raus. Nipnut hat scheinbar nichts Interessantes für uns momentan. Also nehmen zumindest mal kein Puzzleteil oder sowas, was wir jetzt brauchen könnten. Und, nicht fallen. Weiter. Sehr schön. Und nochmal weiter. Und noch eins weiter. Und jawohl. So, nächster Mumbo-Schwede. Und, oh mein Gott, ein Ei. Ein Ei. Oh mein Gott, was macht denn das Ei hier? Naja, werden wir mal gucken, ob da was Süßes drin liegt. Also ich weiß, dass da was Süßes drin ist. Also, Eiersalat. Bam. Ich bin Airy. Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Baby ist müde. Okay. Geschlüpft und dann wird gleich gepennt, ey. Ist ja klar. Und, oh nein. Das ist mal wieder was Typisches für mich jetzt gerade. Hoch mit dir. Und, oh Mann. Sehr schön. Und nächste Etage. Und, oh, wir sind fast oben. So, jetzt. Nächste Etage. Komm schon, Banjo. Komm schon, wir sind oben. Jawohl. Und, wow, eine Tür. Mal gucken, was da drin ist. Gehen wir mal rein. Und, oh, sieht gefährlich aus. Sieht sehr gefährlich aus. Ein Puzzleteil. Puzzleteil Nummer 1 hätten wir dann in diesem Level jetzt auch endlich im Sack, hey. Und dann gehen wir hier wieder raus und ich habe noch einen Shinjo gesehen da draußen. Zumindest mal den grünen. Das war die falsche Taste. So, Shinjo ist auch im Sack. Und gut, dann werden wir hier oben erstmal fertig fürs Erste. Und was gibt's denn hier im Frühling eigentlich noch so zu erledigen? Gibt's noch was zu erledigen? Und au! So, gut, jetzt gehen wir mal kurz runter, aber wir haben ja diese komischen Knospen da entdeckt. Und wollen gerne wissen, führt uns der Weg irgendwo noch hin? Ich versuche es einfach mal zu treffen. Im Sommer ist es eigentlich logischer, das zu machen, weil da sind die Blüten aufgewachsen, aber. Na, dann machen wir das jetzt einmal im Sommer. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann. Tut mir leid. So, dann müssen wir den Eingang finden. Der war da. Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Sommer. Ich würde mal glatt sagen, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Mir fällt gerade nichts ein, was wir noch zu tun hätten. Noten habe ich, glaube ich, alle jetzt gesammelt, die es hier gibt. Ja, zur Not gehen wir nochmal in den Frühling zurück, falls uns Noten fehlen am Schluss oder so. So. Dum. Du, dum. So, dann gehen wir in den Sommer, der hier ist. Und ja, Sommer, Hitze, Wallungen und... Oh, ein Baby, das langsam größer wird dann. So. Harry ist hungrig, will 5 Raupen haben. So, und zwar müssen wir jetzt für Harry Raupen sammeln. Und ja, die suchen wir dann auf dem Weg, aber jetzt gucken wir erstmal. Jetzt seht ihr hier diese Dinger da oben. Sind jetzt. Oh, eine Raupe. Haha, damit haben wir die erste. Ich fürchte, hungrige Tiere mögen Raupen. Da fürchtest du schon mal richtig. Und
bleib mal unten. Und wie ihr jetzt seht, lass mich in Ruhe. Ist der See hier irgendwie ausgetrocknet. Und somit können wir von dem Gieber hier das Ding hier aufmachen. Wow, wie stark du bist. Komm herein und ich werde dich fürstlich belohnen. Okay, ich würde ja gerne reinkommen, aber das können wir jetzt gerade nicht. Das können wir, glaube ich, dann erst wieder im Herbst oder im Frühling. Weil da ist dann letztendlich wieder offen. Also beziehungsweise das Wasser wieder hoch genug, dass wir bei dem vorbeischneiden können. Und jawohl, hier schon die Herbstplatte wieder. Werden wir gleich aktivieren. Somit haben wir den Herbst auch gleich aktiviert für ja, den dritten Teil von diesem Level. Und ja. Gut, irgendwie bin ich heute ein bisschen heiser, keine Ahnung. Ich werde doch nicht krank werden. Ich weiß noch nicht. Ja, und ich habe noch gute Nachrichten. Zumindest mal hoffentlich gute Nachrichten. Kai, mein Co-Moderator in diesem Let's Play, wird wahrscheinlich beim großen Finale auch wieder dabei sein. Ich hoffe es zumindest. Aber mit Kai ist es ganz witzig. Gewesen zumindest. Und gucken wir mal rum, was gibt's denn hier alles noch so zu tun. Ruhe. So. Gucken wir mal. Da die Blume. Au. Mann. Gucken wir mal, was die Blume so sagt. Ne? Blume! So, unser Freund! Oh nein, ihr beiden schon wieder! Kobi dachte, hier vor euch sicher zu sein. Ja, bist du nicht. Und jetzt spuckt das Wasser wieder aus. Wollt ihr damit aufhören? Wir hören damit nicht auf. Kannst du mir glauben. So, jetzt musst du wieder ewig warten, bis wieder Wasser hast. Und schade, es hat da kein Wasser mehr für uns. Und jetzt haben wir das jetzt hinter uns gebracht. Und nun? Raupe! Raupe! Nummer 2! Zweite Raupe auch schon im Sack und nicht gut. Gehen wir wieder zurück. So, und ja, dieser Part ist dann auch bald wieder vorbei. Leider. Aber ja, Part 26 und ich, schauen, wie viele Parts wir noch brauchen für dieses nervige Click-Clock-Wood-Level. Gucken wir einfach mal. Ne? Machen wir uns einfach mal wieder auf den Weg nach oben. Wow. Und guck mal, was da so abgeht. Was gibt's denn da noch? Da oben gibt's, was gibt's bei dir? Mumuschel. Ich glaube, Mumuschel haben wir mittlerweile genug. Verpiss dich! So. Und hier seht ihr die Knospen, die ich vorhin nicht richtig erreicht habe, sind mittlerweile zu was wunderschön herangewachsen. Und zwar zu Blätter. Ja, ob man die jetzt schön finden will oder nicht, oder wie auch immer. Wenn wir erstmal gucken, muss ich eigentlich hin. Ah, da! Das ist ein Viertelteil. Ich hab's gesehen. Sehr fein. So, wir sind schnell in diesem Part. So. Und. Oh, oh, nein, nein, nein. Alter, verpiss dich. So. So, dann bedanke ich mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bei Part 26. Und wir sehen uns dann bei Part Nummer 27 wieder. Das heißt, das Play Banjo Kazooie mit Sebi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.